in der ersten Hälfte, ich nenne es mal, den Geschmack des Dharma, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn das, worum geht's denn, will ich aufgrund von ein paar Worten des Buddha selbst erläutern, um was es geht, was also die Inhalte sind, was das Wesen der buddhistischen Belehrungen ist, was also auch den Aufbau angeht. Und im zweiten Teil will ich einfach mehr strukturiert etwas über die Inhalte selbst sagen, sodass wir praktisch zwei Teile haben oder drei Teile, wenn ihr so wollt. Denn am Ende können wir wie immer über das Gehörte auch uns austauschen. Ich fange mal mit einem Wort des Buddha an. Ich habe das überschrieben mit Wunsch und Wirklichkeit. In der Regel, sagt der Erwachte, hegen die Wesen den Wunsch, den Willen, dass die unerwünschten, unerfreulichen Dinge aufhören und die erwünschten, erfreulichen zunehmen. Diesen Wesen jedoch, die eben das wünschen, mehren sich aber die unerwünschten, unerfreulichen Dinge und die erwünschten und erfreulichen werden weniger. Warum, fragt der Buddha, warum ist es so? Da ist jemand ein unwissender Weltmensch, der keinen Blick für vorbildliche Menschen hat und deren Lehre hat, der ihrer unkundig ist und über sie nicht unterrichtet. Womit man sich beschäftigen soll, das weiß er nicht und auch nicht, was man tunlichst lassen soll. Er kennt die Dinge, denen man sich widmen sollte, so wenig wie die, die man besser bleiben lässt. So, das mal als erster Einstieg. Die Grundbotschaft ist, man will das eine und das andere passiert. Was will man in aller Regel? Man will, dass die Dinge gut laufen, dass man zufrieden ist, dass man glücklich ist, dass es einem gut geht. Und zwar möglichst perfekt, nicht mal so ein bisschen, sondern möglichst umfassend, perfekt, vollständig. Und was stellt man fest? Das Gegenteil passiert. Oder vieles passiert, was nicht in diese Absicht passt. Und es scheint damals dasselbe gewesen zu sein wie heute, denn mir passiert das auch. Ich kann das sozusagen aus eigener Erfahrung bestätigen und jeder von euch sicher genauso. Aber der Buddha bleibt ja nicht bei dieser Beschreibung stehen und sagt, so ist es, müssen wir uns eben mit abfinden, sondern er fragt ja, warum ist es so? Und die Frage nach warum hat immer schon den Hintergedanken, gibt es eine Möglichkeit, dass man das eben anders gestaltet. Also warum ist das so? Die Grundbotschaft ist, weil die Menschen keine Ahnung haben, weil sie unwissend sind. Nun fallen uns vielleicht alle Zeugnisse ein, die wir haben und Diplome und Ausbildung und Zertifikate und sagen, wir sind doch nicht unwissend. Kein Mensch ist heute in einer industrialisierten Gesellschaft wirklich unwissend. Aber gemessen an dem Anspruch dessen, was der Buddha erhebt, sind wir unwissend, weil wir das Falsche wissen. Wir wissen nicht das, worauf es ankommt, nämlich womit man sich beschäftigt und was man lässt. Und was einem nützlich ist und was einem schädlich ist, was einem sozusagen nicht voranbringt. Und da hätten wir erstmal die Grundbeschreibung von Lebensumständen, von unserem Lebensumfeld. Die Dinge laufen quer, wir wollen, dass sie gerade laufen, aber sie laufen krumm, wenn sie überhaupt laufen. Das Ganze hat der Buddha an anderer Stelle nochmal zusammengefasst in einen einzigen Satz. Sinngemäß, ich möchte glücklich sein und Leiden vermeiden, ich möchte leben und nicht sterben. Also in diesen vier Elementen kann man das auch nochmal auf einen Punkt bringen. So. Aber was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen und uns fragen, ja, gibt es denn eine Alternative? Und genau das ist dieselbe Frage, die auch vor 2500 Jahren dem Buddha schon gestellt worden ist. Und ich will auch das im Original nochmal zitieren. Da sagt jemand, unterworfen bin ich dem Geborenwerden, Altern und Sterben, Kummer und Klage, Schmerz, Bedrückung und Verzweiflung. Dem Leiden bin ich unterworfen, dem Leiden ausgeliefert,
Es müsste doch möglich sein, einen Ausweg aus dieser ganzen Leidensanhäufung zu finden. Das ist zunächst mal nichts anderes als eine andere Formulierung von dem, was ich vorhin gesagt habe, nur ein bisschen drastischer formuliert, dass alle Wesen Dukkha unterworfen sind, dem Leiden. Wobei Leiden nicht nur heißt, dass man Zahnschmerzen hat, Liebeskummer, Arbeitsplatz verloren oder sonst was. Also Leiden heißt nicht nur dieses ganz massive, es tut weh, sondern was der Buddha als Dukkha bezeichnet, ist alles, was nicht ideal ist, alles, was nicht vollkommen ist. Ich glaube, das können wir auch alles unterschreiben, selbst wenn es uns im Leben relativ gut geht, ist doch nichts perfekt. Und die Aussage des Erwachten ist, dass das generell so ist, alle Wesen, sofern sie nicht eben den Weg der Befreiung schon gegangen sind, sind Dukkha unterworfen. Und wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr vielleicht herausgehört, dass Dukkha in einer zweifachen Art und Weise beschrieben wird. Erst wird gesagt, Alter, Krankheit, nein, geboren werden, altern und sterben. Und das ist eine Form, die unseren Körper betrifft. Das sind Leidensformen, die unseren physischen Körper betrifft. Und dann war die Rede von Kummer und Klage, Schmerz, Bedrückung und Verzweiflung. Das sind nun Leidensformen, die mehr in den psychischen Bereich hineingehen, wo mehr um Seelisches, um Geistiges geht. Und das sind die beiden Grundformen, wo wir feststellen, es tut irgendwie weh, es ist irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Aber da passiert jetzt etwas ganz Merkwürdiges, unser Geist wird wach. Nicht? Denn wer Schmerz hat, wie stark auch immer und welche Art auch immer, der fragt sich automatisch, wie werde ich das los? Ja? Vielleicht fragt er, wo kommt's her? Aber die erste Frage ist, wie kann ich davon frei werden? Und da sehen wir schon, dass das, was ich eben Dukkha genannt habe, Unvollkommenheit oder Leidhaftigkeit, der eigentliche Urgrund dafür ist, dass die Menschen geistig aktiv werden, dass die nachdenken, dass sich Fragen stellen. Und zwar genau die Frage, die hier auch gestellt wird. Es müsste doch möglich sein, einen Ausweg aus dieser ganzen Leidensanhäufung zu finden. So, damit sind wir wach. Und ich denke, die Tatsache, dass wir in diesem Kreis zusammenkommen, öfter zusammenkommen, basiert genau auf diesen Zusammenhängen. Wir merken, es kann so nicht bleiben, irgendwas fehlt, irgendwas klemmt, irgendwo knirscht's. Und unser Geist fragt dann, guck doch mal, such doch mal, ob es irgendwo eine Antwort auf deine Frage gibt. Jetzt eine kleine Fußnote, was für uns Europäer sehr wichtig ist, weil wir könnten uns ja die Vorstellung machen, naja, irgendwann hört das Ganze ja von selbst auf. Ja, spätestens dann, wenn ich in diese Kiste komme, wo dann der Deckel drauf kommt zum Schluss, spätestens dann haben wir Europäer manchmal den Eindruck, haben wir alles hinter uns. Es wäre ja schön, wenn es so wäre. Ja? Aber wenn der Buddha spricht, ich bin geboren werden, altern und sterben unterworfen, meint er damit nicht, dass uns das einmal passiert, sondern er meint damit, dass es uns immer wieder passiert, dass sich das Ganze immer wieder wiederholt. Wird nicht nur einmal geboren, altert und fährt in die Grube, sondern der Erwachte spricht ja von Fortexistenz, von Wiedergeburt, also das Ganze setzt sich fort. Und es setzt sich eben so lange fort, bis wir uns diese Frage nach dem Ausweg beantwortet haben und bis wir diese Frage auch umgemünzt haben in eine Praxis, die uns zum Ausgang führt. So, also wir stellen fest, irgendwo glänzt, wir fragen, was machen wir nun? Und an dieser Stelle setzt das ein, was der Buddha als ein Angebot hat. Denn der Buddha ist ja derjenige, der von sich aus behauptet, ich lehre nur eine einzige Sache, Dukkha, das Leiden, und wie man das überwindet, wie man davon loskommt. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis, das mich immer sehr beeindruckt hat, obwohl es so schlicht und einfach ist. Der Erwachte sagt nämlich, so wie das große Weltmeer nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat meine Lehre nur einen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. So, und das ist schon mal eine Botschaft.
Das ist schon mal eine Botschaft, die uns sagt, hinhören lohnt sich. Vielleicht gibt es da wirklich eine Antwort auf Fragen, die bisher nie wirklich beantwortet sind. Und genau da setzt der Buddha an, indem er zu uns jetzt Folgendes sagt. Willkommen sei mir ein verständiger, ehrlicher, vertrauenswürdiger Mensch von aufrechter Art. Ihn leite ich an und ihm zeige ich die Wahrheit. Wenn der Betreffende auf diese Weise belehrt, dem folgt, wird er nach nicht langer Zeit selbst sehen und selbst erfahren. Ganz sicher wird er sich so ganz von der Fessel befreien, nämlich von der Fessel des Nichtwissens. So, das sind drei Zeilen und ein Wort. Aber es steckt ein ganzer Roman drin, wenn ihr so wollt. Es steckt sehr viel an Informationen drin. Zunächst mal, willkommen, sagt der Erwachte. Willkommen sei mir jemand, der Interesse hat oder der eine Frage stellt. Und das ist ein Charakteristikum, das die Lehren des Buddha von manchen, ich bin vorsichtig, manchen anderen Religionen unterscheidet, die ihre Botschaft mit mehr oder weniger Gewalt durchsetzen wollen. Beim Buddha ist das im Idealfall anders. Er sagt, wenn ihr was hören wollt, dann gebe ich euch eine Antwort. Wenn ihr Fragen habt, kann ich dazu was sagen. Wenn ihr desinteressiert seid oder wieder gehen wollt, ist das auch in Ordnung. Also ihr werdet nicht gezwungen, eine Wahrheit anzunehmen oder eine Praxis auf euch zu nehmen, wenn euch das nicht behagt, wenn die eigene Motivation dagegen ist. Deshalb willkommen, nicht? An anderer Stelle sagt der Erwachte ja, meine Lehre ist wie eine Einladung. Sie lädt ein, komm und sieh selbst. Aber bei Einladungen wissen wir ja, wie man damit umgehen kann. Man kann sie annehmen oder man kann sie nicht annehmen. Und genau das ist, was uns hier gesagt wird. Aber Einschränkung, nicht jeder ist willkommen, sondern es ist willkommen der, der verständig ist. Also wer null Krebs hat, ist nicht willkommen, weil er nichts verstehen würde. Ja, einen Stein würde man nicht belehren können, der ist in dem Sinne nicht willkommen. Und es ist willkommen ein ehrlicher, vertrauenswürdiger Mensch, weil der Buddha die Wahrheit verkündet. Wenn jemand nicht ehrlich ist von seiner Grundhaltung heraus, drückt er damit aus, dass er nichts von der Wahrheit hält. Und wie kann jemand, der selbst unehrlich ist, sich für die Wahrheit öffnen? Das kann nicht zusammenpassen, das funktioniert nicht. Deshalb ist das eine Voraussetzung für jeden, der ein Schüler des Erwachten werden will, dass er sich zur Wahrheit bekennt, dass er sich daran orientiert. So, was macht der Buddha dann? Er macht zwei Dinge. Er sagt einmal, ich leite den Betreffenden an und zeige ihm die Wahrheit. Wir sagen heute das Theorie und Praxis. Ich zeige die Wahrheit bedeutet, dass man seinen Geist fit macht, tiefes Verstehen, nicht, dass man die Dinge versteht, dass man kapiert, um was es geht, dass man die Gesetze der Existenz durchschaut. Aber der Erwachte leitet auch an. Er sagt, allein Kopfaktivität reicht nicht aus. Spiritualität hat immer auch was mit Praxis zu tun. Es hat etwas mit Nachfolge zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir die Dinge, die wir kennen, die wir gehört und verstanden haben, auch umsetzen. Deshalb Anleitung und Wahrheit. Und wenn der Betreffende auf diese Weise belehrt, dem folgt, wird er nach nicht langer Zeit selbst sehen. Noch ein wichtiger Punkt. Im Buddha Dhamma geht es nicht darum, dass man irgendetwas glaubt, dass man irgendetwas annimmt, weil es sich schön anhört oder weil es einer sagt, der 80 Jahre ist oder weil es in den Überlieferungen ist, in schlauen Büchern drin steht. Das mag alles helfen. Aber im Buddha Dhamma kommt es in erster Linie darauf an, dass man die Dinge selbst erkennt, dass man die Erfahrungen macht, die einem das bestätigt, was man vorher gehört hat. Und dieses Verstehen hat eine Folge, das habe ich eben auch vorgelesen. Dieses Verstehen hat die Folge, dass man sich so ganz von der Fessel befreit. Also wir sind, das ist das Bild, gebunden in unserer Existenz, wir sind nicht wirklich frei.
Und was ist die Hauptunfreiheit? Die hatte ich am Anfang schon mal erwähnt. Die Hauptunfreiheit ist unsere Unwissenheit, nicht? Avijja. Weil aus Unwissenheit all das hervorgeht, der ganze Rattenschwanz von Unannehmlichkeiten, die wir alle kennen. Also das ist die Botschaft. Hört es euch an, probiert es aus und ihr werdet sehen, dass es funktioniert. Aber es funktioniert nur, wenn man es dann auch praktiziert. Ja, wenn jemand einen Weg erklärt, kann man nur feststellen, ob der das richtig erklärt hat, wenn man den Weg auch geht und an jeder Station sieht, ah, da hatte er recht, da hatte er recht, es ist wirklich so, wie erzählt. Nächster Punkt, was die Qualität der buddhistischen Lehren angeht. Der Buddha zeigt nach eigener Auffassung, eigener Überzeugung eine Lehre, die am Anfang segensreich ist, die im Weiteren segensreich ist und am Ende segensreich, die Sinn und Form vollendet ist. Er verkündet einen ganz und gar vollkommenen, reinen und lauteren Lebenswandel. Das Stichwort ist vollkommen. Also ich habe mir das mal klar gemacht an meinem Mathematikunterricht. Diese Tage habe ich meine alten Zeugnisse mal angeguckt und war entsetzt. Ich will nicht weiter erzählen. Jedenfalls war ich nicht begeistert. Insbesondere von der Mathematiknote war ich nicht wirklich begeistert. Ja. Aber da ist mir eine Sache klar geworden, wie beispielsweise ein Mathematiklehrer sein muss. Er muss die Anfänge erklären, dass man reinkommt, sozusagen 1, 2, 3, 4, 5, kleines 1x1. Er muss die mittleren Sachen, so Geometrie, Logarithmen und was es da alles angeblich geben soll, erklären. Und wenn man dem dann weiter folgt, auch die Dinge, die man zur höheren Mathematik zählt. Wenn der irgendwo mittendrin anfängt, da hat man keinen Anschluss, man weiß gar nicht, um was es geht. Wenn er in der Mitte irgendwo aufhört, denkt man, das war's schon alles und dabei fängt es da erst an. Ja? Also das Beispiel mag euch schon zeigen, dass ein guter Lehrer derjenige ist, der einen an die Hand nimmt und vom Anfang bis zum Ende des Weges geht. Und genau das ist, was der Buddha von sich behauptet. Ich hole euch dort ab, wo ihr seid. Er formuliert das nicht so, aber er macht es. Er holt uns da ab, wo wir sind und führt uns über die verschiedenen Etappen des Dhamma, zu denen kommen wir noch, bis ganz ans Ende des Weges. Und das ist eine Qualität, die man nicht unterschätzen soll. Vorletzter Punkt, da komme ich nochmal auf ein Gleichnis zurück, nochmal auf das Gleichnis vom Weltmeer, aber ein bisschen in einer anderen Variante. So wie der Ozean langsam tiefer wird, sich allmählich neigt, sich nach und nach senkt und nicht schlagartig abfällt, genauso verhält es sich mit dieser Lehre und Praxis. Sie beinhaltet eine fortschreitende Übung, eine sich vertiefende Verwirklichung, eine abgestufte Vorgehensweise. Höchste Einsicht und durchdringendes Wissen werden nicht mit einem Mal erreicht. Nochmal. Höchste Einsicht und durchdringendes Wissen werden nicht mit einem Mal erreicht. So, das mag für uns jetzt mal ein kleiner Schock sein, ja, weil man will ja immer ans Ziel und immer sofort und ohne Umwege und die Einleitungen, Grundlagen etc. lässt man gerne weg. Und hier wird schlicht und einfach gesagt, Leute, so funktioniert es nicht. Das Beispiel ist das Meer. Es gibt Leute, die stürzen sich kopfüber ins Wasser. Aber selbst dann sind sie noch nicht wirklich im Tiefen, sondern immer noch in der Nähe vom Strand oder wo auch immer. Und hier wird gesagt, ich formuliere das jetzt in meinen Worten, wenn du ins Wasser gehen willst, gehst du erstmal an den Strand hin, ganz vorne hin, streckst den kleinen Fußzeh mal rein, um zu prüfen, wie ist denn das Wasser, ist es mir zu kalt, ist es zu warm, dann bis zu den Waden oder so, irgendwann mal ein bisschen nass gemacht und dann schwimmt man los. Aber dann ist man wirklich noch nicht im Tiefen, sondern kann noch stehen. Und erst wenn man weiter rausschwimmt, kommt man in die Bereiche des Ozeans, wo es ganz, ganz, ganz tief ist. Und da endet auch mein Vergleich, weil der Ozean in der
der physischen Realität so tief ist, dass man da gar nicht mehr hinschwimmen kann. Aber welche Lehren ziehen wir daraus, dass die buddhistischen Belehrungen auch eine bestimmte Struktur haben? Sie haben einen bestimmten Aufbau. Der Buddha kommt nicht und sagt, so jetzt erzähle ich euch etwas über die allerletzten Dinge, sondern denkt nochmal an das Beispiel mit der Mathematik. Also wenn ihr das kleine 1x1 nicht beherrscht, hat das wenig Sinn, sich mit Einsteins Relativitätstheorie zu beschäftigen. Da würde so eine kleine Lücke sein. Ja? Das heißt, so wie man sich in jeder Wissenschaft, in jedem Wissensgebiet, sich von den einfachen Dingen weiter bewegt zu den komplizierteren bis zu den letzten Dingen, ist es im Buddha-Dhamma nicht anders. Es ist da genauso. Man muss sich sozusagen locker machen erstmal für das, was ansteht, und irgendwann ist man auch mal bereit, ja, die höchsten Wahrheiten, die eine spirituelle Lehre wie der Buddha-Dhamma beinhaltet, zu begreifen. Und das wäre der letzte Punkt meiner Einleitung. Wenigstens in den Stichworten mal zu erklären, was sind denn jetzt die Lehren, um die es da geht? Also was sind denn die einzelnen Abstufungen, die man der Reihe nach, oder zumindest ja, die man nicht außer Acht lassen soll, wenn man diese Praxis ausüben will? Da sprach der Erhabene stufenweise fortschreitend. Die Betonung ist stufenweise fortschreitend. Zunächst vom Geben, dann von ethischem Verhalten sowie von himmlischem Dasein. Dann machte er deutlich, wie unbefriedigend, mit mancherlei Nachteilen verbunden und armselig das sinnliche Genießen ist und wie segensreich darüber hinauszuwachsen. Wenn der Erhabene bemerkte, dass jemand innerlich bereit, ausgeglichen, ohne innere Sperre, angeregt und von Vertrauen erfüllt war, da lehrte er das, was für den Erwachten das Eigentliche ausmacht. Das Leiden, dessen Ursprung, dessen Beendigung und den Weg dahin. So, ihr habt alle mitgezählt. Es sind insgesamt 5 Aspekte gewesen, die ich als Stichwort genannt habe. Kriege ich sie zusammen? Geben, also Dana, Sila, Ethik, Sagga, himmlische Existenz, Nikamma, Überwindung von Sinnlichkeit und die 4 Satcha, die 4 edlen Wahrheiten. Das sind die 5 Dinge, über die der Buddha spricht. Und jetzt kommt das Aber, keine Sorge, ich sage inhaltlich gleich noch was dazu. Von diesen 5 Dingen sind die ersten 4 alle irgendwo richtig und gut und notwendig, aber nicht im eigentlichen Sinne buddhistisch. Diese 4 Lehren, über die der Buddha sehr, sehr, sehr viel sagt, sind, wenn man so will, allgemeiner Bestand menschlichen Wissens und allgemeiner Erfahrung. Aber das Eigentliche des Buddha-Dhamma, das Eigentliche machen die 4 edlen Wahrheiten aus. Und alles andere ist, wenn man so will, Lockerungsübungen, Vorgeplänkel, eine Art, sich fit zu machen, um das Eigentliche zu verstehen. Und wenn ich das inhaltlich mit ein paar Worten noch fülle, werdet ihr vielleicht schon merken, ob ihr an der Nummer 1 oder Nummer 3 schon eure Zweifel habt, ja, oder ob ihr das sozusagen bis zum Ende durchverfolgen könnt und an jedem Punkt sagt, okay, Haken dran, da hat der Buddha recht. Aber das werden wir jetzt im Einzelnen sehen, was diese 4 Stufen, ich kann das nur kurz zusammenfassen, was diese 4 Stufen der Vorbereitung beinhaltet und was das Eigentliche des Buddha-Dhamma ausmacht. Das erste Stichwort heißt Dana, Pali. Im Deutschen wird es als Geben wiedergegeben oder als Großzügigkeit. Was ist der Hintergrund? Jeder Mensch erlebt sich in der Umwelt und jeder Mensch erlebt sich in dieser Perspektive, ich möchte etwas sein, ich möchte etwas werden, etwas erleben. Und die Umwelt dient dazu, die Wünsche und Sehnsüchte, die wir haben, zu befriedigen. Das heißt, diese Grundperspektive, ich bin in der Welt, bestimmt unsere Wahrnehmung, bestimmt unsere Gefühle,
bestimmt unsere Aktivität. Und nahezu automatisch ist der Mensch programmiert, mir soll's gut gehen. Und diese Ego-Perspektive, ich will es gut haben, die verführt dazu, dass man den anderen gar nicht so wahrnimmt. Oder wenn man ihn wahrnimmt unter der Perspektive, was nützt er mir, wo schadet er mir? Anders gesprochen, das Ego, das ich will, befriedigt sein. Und die Dinge der Welt dienen dazu, das zu erreichen. Und dadurch entsteht sozusagen der Sog des Nehmens, die Grundhaltung, her damit, ich brauche, ich will haben. Und das Erste, was der Buddha hier lehrt, ist nun genau das Gegenteil davon. Er sagt, wie wir das aus dem Religionsunterricht von früher noch kennen, geben ist seliger denn nehmen. Ich glaube, es ist keiner hier, der diesen Spruch nicht kennt. Und hier haben wir sozusagen den Einsatz jeder Spiritualität, alles, was sich Religion in irgendeiner Weise nennt oder auch nur humanistische, humane Weltanschauung, fängt hier an. Agiere nicht sozusagen egozentriert, egoistisch, sondern gucke, es sind noch andere da und wenn du was hast, teile das. Sei solidarisch. Gib von dem, was du hast, etwas ab. Warum, wird man sich fragen? Nicht? Der berühmte Spruch heißt doch, selber essen macht fett. Warum soll ich denn was abgeben? Denn jeder kann nachvollziehen, was ich weggebe, ist doch weg. Na, eben hat es noch, jetzt gehört zu einem anderen, ist es doch weg, kann doch nur ein Nachteil sein. Wie gesagt, ist der Einstieg in Spiritualität, weil hier der Buddha uns deutlich macht, es gibt andere Gesetze als die physischen Gesetze. Nicht? Ein 10-Euro-Schein verschenkt, sagt, weg ist er dahin, perdu. Aber es geschieht etwas ganz anderes, nämlich eine geistige, existenzielle Gesetzmäßigkeit tritt in Kraft, die im Kern ganz einfach ausgesprochen sagt, was du weggibst, ist nicht weg, sondern es ist außer Sicht, wenn man so will, aber in die Existenz hineingegeben und da vorhanden. Das heißt, es wird aus dem Nicht-Sichtbaren irgendwann mal zurückkehren, wird sich bei dir wieder manifestieren. Deshalb ist Geben seliger denn Nehmen. Es kommt etwas zurück. Der Warte sagt ganz wörtlich, jeder Reichtum, den wir genießen, wie groß der auch immer ist, ist nicht nur davon abhängig, dass wir sehr hart arbeiten, das mag auch sein. Aber Reichtum, den wir genießen, basiert darauf, dass wir in früheren Zeiten Gebende waren und deshalb haben wir die Möglichkeit, jetzt auch ein bisschen an materiellem Reichtum oder einfach an materiellen Dingen zu genießen. Aber das Ganze hat noch einen subtileren Aspekt. Es geht nicht nur um jetzt kaufmännisch zu denken, naja, dann schenke ich dir was zum Geburtstag, dann kriege ich auch was. Das wäre ein bisschen zu knapp gedacht. Der Buddha denkt weiter oder sieht weiter. Er sieht nämlich mit jedem Ding, das wir geben, Fußnote, es geht auch nicht nur um materielles Geben. Es geht um Geben generell. Das kann Zeit sein, das kann Aufmerksamkeit, das kann ein freundliches Wort sein. Also Dana ist sehr viel weiter als nur hier materielles. Jeder Akt des Gebens hat eine verändernde Funktion in Bezug auf uns selbst. Denn jedes Geben bezieht sich auf einen anderen, eine andere. Und selbst wenn es ein Tier ist, und das hat Rückwirkung auf das eigene Ego, das damit etwas kleiner, etwas schmäler, etwas weniger machtvoll ist. Und ihr werdet später noch feststellen, dass das die eigene Botschaft oder die eigentliche Botschaft des Erwachten ist. Macht man sein Ego stärker, mächtiger oder macht man es kleiner? Oder vielleicht schafft man es sogar, von den falschen Konzepten des Ego überhaupt loszukommen. Aber das ist jetzt Perspektive. So, das ist der eigentliche Sinn von Dana. Nicht nur, dass sich das Zusammenleben der Menschen harmonisiert, dass man netter und freundlicher miteinander umgeht, dass man auch materiell gut situiert ist, sondern dass man beginnt, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verändern, in die Richtung hin, die ich erwähnt habe, das Ego vom Thron zu nehmen und zumindest mal in eine Position zu bringen, wo es im Moment besser hinpasst. Das war Nummer 1. Nummer 2, da merkt ihr, wie der Buddha in seiner Lehre vorgeht,
eröffnet immer neue Horizonte. Er geht immer weiter in seiner Darlegung. Er macht es immer breiter, was wir verstehen und was er uns erklärt. In das Prinzip des Dana erweitert er, indem er sagt, so, der nächste Punkt ist, dass wir unser gesamtes Verhalten auf einen besseren, höheren Standort stellen. Also nicht nur dieses schmale Feld des Austausches der Solidarität mit anderen, sondern alles Verhalten in jeder Ebene unserer Aktivität soll auf ethisch einwandfreien Beinen stehen oder ethisch einwandfrei sein. Und da wir alle uns besser etwas merken können, wenn wir Zahlen hören, hat der Buddha immer diese berühmten 5 Sila genannt. Die 5 Grundverhaltensregeln, die bestimmte Tabus beinhalten, also Dinge beschreiben, die man nicht tun soll. Und ihr werdet nicht überrascht sein, wenn ich die jetzt kurz vortrage. Die kennt man einfach, weil sie sozusagen menschliche Errungenschaften sind. Einmal das Nicht-Töten, weil jeder Mensch, jedes Wesen an seinem Körper hängt, leben möchte und nicht sterben möchte und deshalb für jeden es Horror ist, wenn es ans Leder geht. Erste Botschaft, taste niemandes Leben an, lasse seine Gesundheit sogar auch unangetastet. Nummer 2, in der Tat des Geben indirekt wieder auf. Nimm dir nichts, was dir nicht gehört oder was man dir offeriert. Wir nennen es im Westen, du sollst nicht stehlen. Ja? Weil der Mensch nicht nur in der Kategorie denkt, ich, jeder denkt auch in der Kategorie des Mein. Was gehört mir? Was benutze ich, damit es mir gut geht? Was besitze ich? Und wenn einem was geklaut wird, abhanden kommt, ohne dass man das weitergibt, ist es auch für jeden schmerzhaft. Und deshalb ist hier die Regel ganz banal, tue niemand etwas, was für den Betreffenden schmerzhaft ist. Also nimm ihm nichts, was er dir nicht gibt. Dritter Punkt bezieht sich jetzt auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Botschaft, wenn Sexualität im Spiel ist, bitte ohne Gewalt, ohne Verführung, ohne Druck, ohne Ausbeutung, ohne alles, was sozusagen einem anderen oder dem potenziellen Partner schadet oder ihm Schmerzen bereitet. Warum? Weil das ist doch auch eine Erfahrung, die wir machen. Wenn wir in einer festen Beziehung sind, möchten wir, dass die funktioniert. Und sind nicht daran interessiert, dass das von innen heraus oder von außen heraus zerstört wird. Der nächste Aspekt betrifft unsere Sprache. Da ist es fast ein banaler Satz, den wir gelernt haben, du sollst nicht lügen. Das wäre die christliche Formulierung. Der Buddha sagt es ganz ähnlich, empfiehlt bei der Wahrheit zu bleiben, niemand aus egoistischen Gründen, um des eigenen Vorteils willen, die Unwahrheit zu sagen. Und es ist ganz klar nachvollziehbar, warum das so sein muss. Der Weg des Buddha ist ja eine der Wahrheit. Der Weg der Befreiung ist ein Weg der Wahrheit. Wenn ich selbst lüge, ich erwähnte es schon, kann ich den Weg nicht weitergehen. Das passt nicht, weil Mittel und Weg muss irgendwie zusammenpassen. Deshalb die dringende Botschaft, sage nie wissentlich etwas Falsches, sondern bleib bei der Wahrheit. Und bisher habe ich, es fehlt ja noch ein fünftes, das will ich euch nicht vorenthalten, auch wenn es euch vielleicht schwerfällt, wird nicht immer ganz gern gehört. Die Empfehlung ist, auf Alkohol und berauschende Mittel zu verzichten. Wobei es nicht um das Mittelalkohol an sich geht, das ist eher sekundär, sondern es geht darum, dass wir unseren Geist nicht durch irgendwelche Mittelchen trüben, die Funktionsfähigkeit unseres Geistes einschränken und damit das wichtigste Instrument, das wir haben, unbrauchbar machen. So, das waren die 5 in Kurzfassung, die eher so formuliert waren zunächst, man soll nicht, ja, also man möchte und sollte am besten auf die 5 verzichten. Aber das Ganze hat auch einen positiven Aspekt, eine positive Kehrseite. Beim Stehlen ist es uns schon offensichtlich geworden, da ist das Gegenteil, das Gegenstück davon, großzügig zu sein. Ja?
Und bei den anderen Silas ist es genauso. Nicht töten ist das eine, aber Leben zu fördern, ja, Leben zu unterstützen, wo immer ich es kann, ist die positive Kehrseite davon. Und auch hier fragt man sich vielleicht, was soll das Ganze? Warum soll ich denn das tun? Gerade in Zeiten, wo es so ein bisschen drunter und drüber geht, wo der Lebenskampf nicht ganz einfach ist, dann soll ich auf all das noch verzichten und soll der einzig liebe, nette, gute Mensch sein in dieser Welt. Ja, was ist denn das Ergebnis davon? Irgendwann bin ich untergebuttert, bin der Letzte an der Reihe und habe nur das Nachsehen. Das mag so eine Empfindung sein, die man leicht hat, wenn man hört, sei doch ein lieber Kerl. Ja? Und hier ist zu beachten, dass auch da der Buddha einen viel weiteren Blick hat. Er sagt, gut, wenn man dieses Silas einhält, beschränkt man sich in vielerlei Hinsicht. Aber, es ist eine Behauptung, das Ergebnis dieser Einschränkung ist unterm Strich viel besser als das bisschen Verzichten auf einen momentanen Vorteil. Und hier kommt die wichtige Lehre, die wichtige buddhistische Lehre von Karma ins Spiel, die ich auch nur kurz erwähne. Wir sagen immer, wie du säst, wirst du ernten. Das ist, was an existenzieller Gesetzmäßigkeit dahinter steht. Du kannst nur das erleben in der Welt, was du selbst säst. Du kannst nur ernten, was du vorher in den Boden gebracht hast. Und unsere Saat, das sind unsere Handlungen. Das sind unsere Gedanken, das sind unsere Worte, das sind unsere physischen Taten. Die bestimmen, was wir künftig erleben. Oder umgekehrt, das, was wir jetzt erleben, fällt nicht vom Himmel, ist nicht von einem lieben oder bösen Dämon geschickt, sondern das ist die Frucht unseres vergangenen Tuns. Deshalb ist nichts vernünftiger, als ein moralischer Mensch zu sein, weil das die beste Zukunftsinvestition ist, die man überhaupt haben kann. Denn wenn ich jetzt Positives sehe, und im Idealfall nur Positives sehe, kann ich sicher sein, dass ich künftig auch nur Negatives... Nee, das war jetzt eben Quatsch, glaube ich. Das war der Test. Nach einer Dreiviertelstunde ist immer der Test, wer noch wach ist. Aber den Karlauer kennt ihr auch schon. Dann füge ich einfach ein, was der Erwachte an einer Stelle sagt. Es kann nicht sein, dass aus einer negativen Handlung ein positives Ergebnis hervorkommt. Und umgekehrt, es kann nicht sein, dass aus einer positiven Handlung etwas Negatives hervorgeht. Das sollte man vielleicht als Botschaft festhalten. Denn wie man durch diese Einschränkungen, die man sich auferlegt, diese fünffache Einschränkung unzählbaren Menschen, unzählbaren Wesen, sagt er, Sicherheit gibt, ja, Furchtfreiheit gibt, nach dem Motto, von mir geht nichts Schlimmes aus, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. So bedeutet das Einhalten der Silas auch, sich Furchtfreiheit vor der Zukunft zu geben. Warum haben wir denn Angst vor der Zukunft, auch wenn die unterschwellig ist? Weil wir nicht wissen, was da alles noch an offenen Rechnungen herumschwebt, die uns irgendwann mal präsentiert werden. Und das wäre der Merkposten an dieser Stelle. Wenn man nie etwas Falsches tut, nehmen wir das mal an, hypothesenhaft, ja, wenn man nie etwas Schlechtes, Unmoralisches tut, niemand verletzt oder tötet oder was auch immer, kann einem das in Zukunft auch nicht mehr passieren. Und das ist schon was. Ja. So, ihr habt mitgezählt, das war die Nummer 2 auf unserer Stufenleiter, es folgt die Nummer 3, die beschäftigt sich mit Sagga, sagt der Buddha in unserem Text, himmlische Existenz. Die Frage, die damit verknüpft ist, ist die, ob die karmische Wirkung, über die ich gerade gesprochen habe, irgendwie zeitlich begrenzt ist oder ob sie räumlich begrenzt ist. Nicht? Also zeitlich heißt, okay, es kann schon so den Zusammenhang geben zwischen Ursache und Wirkung, aber das endet, wenn ich tot bin. Also wenn ich jetzt eine Bank überfalle, kann das schon sein, dass sie mich verhaften und ich ins Kitchen komme, um es ganz banal zu sein. Aber das ist zu Ende, wenn ich tot bin. Wenn sie mich bis dahin nicht erwischen, habe ich Glück gehabt. Ja?
Und da kommt der Erwachte wieder und macht ein Nein, ein Niet. Ja, sagt, dieser Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung geht über den sogenannten Tod hinaus. Mit anderen Worten, unser Leben endet nicht mit dem Akt, den wir sterben nennen. Das ist eine der großen Täuschungen unserer Zeit oder unserer Weltauffassung, die sagt, guckt euch an, da liegt dieser Körper, er bewegt sich nicht mehr, das Hirn funktioniert nicht mehr, das Herz funktioniert nicht mehr, also müssen alle geistigen, alle psychischen Prozesse beendet sein, muss Wahrnehmung aufhören, muss Leben beendet sein. So denken wir als aufgeklärte Menschen. Und der Buddha sagt, so ist es nicht, sondern das, was wir den Bewusstseinsprozess nennen, was wir den Lebensstrom nennen, setzt sich jenseits des Todes fort. Seine Definition von Tod ist nicht das Ende, Schluss aus, Licht aus, sondern seine Definition von Tod ist das Wegwerfen des unbrauchbar gewordenen Körpers, mehr nicht. Und der Rest geht weiter. Und das müsst ihr jetzt beziehen auf unsere Frage, wie verhalte ich mich? Ja? Leiste ich mir einiges, was nicht dem Lehrbuch entspricht? Oder bin ich in meinen Handlungen, so gut ich das kann, eben strikt orientiert an den Silas? Heißt auf Deutsch, das, was ich jetzt sehe, muss nicht als Ernte in diesem Leben schon auftauchen, sondern kann als Ernte auch in einem der jenseitigen folgenden Leben auftauchen. Das ist eine Definition, die uns der Erwachte auch in die Hand gibt. Die Folgen meines Tuns können sich in diesem Leben manifestieren, im nächsten Leben manifestieren oder in irgendeinem der folgenden Existenzen kann es auf einmal auftauchen. In Klammern. So wie vieles von dem, was wir jetzt erleben, deshalb auftaucht, weil wir gestern Quatsch gemacht haben, weil wir vielleicht vor 10 Jahren Unsinn gebaut haben oder weil wir vor x Leben einmal etwas getan haben, wofür jetzt die Rechnung präsentiert wird und wir uns überhaupt nicht mehr erinnern können, dass da was gewesen sein sollte. Das kommt hinzu, ja, dass dieser Prozess oder dieser Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht unmittelbar für uns einsichtig ist, also für unseren Geist nicht einsichtig ist. Das war Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 4. Nein, ich mache erst mal einen kleinen Schnitt noch vorher, dass wir das jetzt mal für uns auch checken. Wie gehen wir denn mit dieser Behauptung um, persönlich? Wie gehen wir mit der Behauptung um? Es soll ein Leben nach dem Tod geben. Es soll so etwas geben wie Jenseits. Es soll so etwas geben wie untermenschliche Existenz, übermenschliche Existenz, Höllenwesen, Himmelswesen. Wie gehen wir als, ich sage immer in Anführungsstriche, aufgeklärte Menschen damit um? Meine Erfahrung ist, dass viele, mit denen ich rede oder von denen ich höre, schon mal bei Karma sagen, ach, das kann man doch heute nicht mehr so sagen, das ist doch längst überholt. Oder wenn es um diese Fragen von Jenseits geht, dass die dann auch sagen, ach, das ist so ein bisschen seltsam jetzt, das hat der Buddha entweder nicht besser gewusst oder er hat Konzessionen gemacht an Menschen, die nicht wirklich verstehen, um was es geht. Ich sage das deshalb, wenn diese Fragen in uns nicht bereinigt sind und wir innerlich nicht einen Haken machen, jawohl, so ist das, sind wir letztendlich nicht in der Lage, das, was am Ende der Belehrungen des Buddha kommt, wo er sagt, das ist das Eigentliche, worauf es ankommt, dann werden wir nicht in der Lage sein, das in einem tieferen Sinn zu verstehen. Das wäre eine sozusagen Hausaufgabe für uns, mit uns selbst ins Gericht zu gehen. Was halte ich denn von diesen Dingen? So, nächster Punkt. Wir haben uns bewegt sozusagen vom Diesseits ins Jenseits. Und in einem gewissen Sinne gibt es auch noch, das fällt mir jetzt gerade ein, ein Jenseits vom Jenseits. Ja. Was meint das? Muss ich mir notieren. Jenseits vom Jenseits. Ja. Was meint das? Unsere Erfahrung, die wir jetzt machen, die wir ein ganzes Leben lang gemacht haben, basiert auf den
haben wir oft und oft drüber geredet, auf den Sinnen, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Wir nehmen sehr unterschiedliche Dinge wahr, aber immer ist es diese Zweiheit, hier bin ich, dort sind die Dinge und ich sehe, höre, rieche, schmecke, taste diese Dinge und denke drüber nach. Und jetzt kommt der Erwachte daher und sagt, es gibt noch ganz andere Erfahrungen, Bewusstseinszustände, und zwar solche, die nichts zu tun haben mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, also alle äußeren Sinne ausgeschaltet sind, trotzdem Wahrnehmung ist, trotzdem Leben und Erleben ist, und was das Dollste dabei ist, dass noch ein Zustand ist, der sehr viel erhabener, sehr viel freudvoller ist, als den, den wir jetzt erleben. Und da merken wir, dass wir an einer neuen Schaltstelle angekommen sind. Denn unsere Lebensstrategie ist ja doch, über die äußeren Sinne die äußere Welt zu genießen. Das heißt, Freude zu haben, Spaß zu haben, über den Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Dingen, mit anderen Ereignissen und Erlebnissen. Und jetzt kommt einer daher und sagt, das ist alles Murks. Das ist Abfall, das ist Pillepalle, habe ich neulich gehört. Das war mir auch ein neuer Ausdruck. Das ist Pillepalle, also das ist nebensächlich. Das ist nicht das, worauf es ankommt. Die Grundbotschaft hier ist, es gibt die Erfahrung von Glück, von Zufriedenheit, die unabhängig ist von Kontakten mit der äußeren Welt. Es gibt eine innere Erfahrung, eine innere Freude, die sehr viel größer, intensiver, stärker ist als alles, was wir mit den äußeren Sinnen wahrnehmen und aufnehmen. Und da merkt ihr das wirklich jenseits des Jenseits. Ja? Auch der Himmel ist ja immer noch sozusagen paradiesisch da. Fließt Milch und Honig, und da gibt's nette Mädels und so. Das ist ja so eine Vorstellung, wie man für sich den Himmel sozusagen wünscht, ja? Und der Buddha sagt, genau so ist das. Ja, so ist das auch. So kann das alles sein in den Wahngebilden, die wir uns zurecht machen. Aber es gibt eben diesen Zustand des Herzensfriedens, wo all das Äußere, das Weltliche weder gebraucht wird, noch vermisst wird, noch überhaupt da ist. Nicht? Und das wäre der Aspekt von Samadhi, der Sammlung, der geistigen Sammlung, weg von der Vielfalt zur Einheit, weg von dem Draußen zum Innen, ja, weg von der Bewegtheit hin zur Stille. Das ist in etwa diese Richtung. Jetzt habe ich diese vier ersten Lehren genannt. Und hier gilt auch die Selbstüberprüfung. Ist das mir selbstverständlich? Ist das normal? Kenne ich das alles vom Hören? Kenne ich es aus der eigenen Erfahrung? Ja, bin ich da sozusagen jeden Tag zu Hause? Oder ist mir das schon ein Buch mit 7 Siegeln, wo ich nicht mal die Worte verstehe, geschweige denn, dass das in meinem Erfahrungshorizont Alltag wäre? Und das ist genau der Punkt, wo der Buddha einsetzt und sagt, wenn ihr das alles geistig durchdrungen habt, dann seid ihr fit, meine Lehre zu verstehen. Hoppla, ja, dann fängt's erst an. Aber keine Sorge, ich höre da jetzt auf, weil wo es wirklich spannend ist, muss man aufhören. Ja, weil man dann die Fortsetzung ja nicht mehr anguckt. Das ist doch... Ich gucke ja keine Fernsehsendung bei Privaten, aber ich weiß, wie es da ist. Wenn es richtig spannend wird, ne, und da taucht Werbung auf und da ist vorbei, damit man, weiß ich, später nochmal guckt. Keine Sorge, natürlich beschäftigen wir uns immer mit diesen Dingen. Ich wollte heute nochmal den Schwerpunkt legen auf den Anlauf, den wir brauchen, um den Sprung zu machen. Den Sprung nenne ich natürlich auch, damit man nicht unbefriedet nach Hause geht. Aber ihr habt in etwa so den Eindruck, was notwendig ist an innerer Vorbereitung und Verständnis, um wirklich in die Tiefen sozusagen des Buddha Dhamma einzutreten. Das, was das Buddhistische am Buddhismus ist, sind die 4 edlen Wahrheiten. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des Erwachten,
Während die anderen Lehren, über die ich bisher gesprochen habe, weitgehend auch in anderen Traditionen vorkommen. Nicht? Also das Christentum kennt ethische Maßstäbe genauso wie der Islam. Das Christentum kennt mystische Erfahrungen genauso wie der Islam und andere Religionen, Hinduismus etc. etc. Das ist also Menschheitserfahrung, Menschheitsbestand. Aber der Buddha ist der Einzige, der die vier edlen Wahrheiten lehrt. Und die jetzt kurz zusammengefasst. Ihr habt gemerkt, dass spirituelle Praxis bedeutet, in der Existenz sozusagen von ganz unten immer höher zu steigen, was eigene Erfahrung angeht, was Verständnis angeht. Und nun sagt der Erwachte, das Ganze hat einen einzigen, aber gravierenden Nachteil, weil jeder Zustand, den wir erreichen können, auch der höchstmögliche Zustand, immer wieder vergehen muss. Platt ausgesprochen, jeder von uns kann in den Himmel kommen, wenn er sich entsprechend verhält. Aber der Himmel ist nicht ewig. Irgendwann kommt Petrus und sagt, die Zeit ist um, hier ist die Tür, es geht wieder raus. Das ist das, was der Buddha Samsara nennt. Das immer weiter wandern, das nie am Ziel sein. Also man ist mal ganz oben, aber dann ist der Abstieg programmiert. Es geht wieder nach unten in die existenziellen Abgründe. Ist man da wieder angelangt oder ist man wieder Mensch? Da fragt man sich wieder, wie geht's denn hoch? Wie geht's denn wieder in bessere Gefilde? Mit anderen Worten, wir drehen uns immer nur in dem Rad des Lebens. Nach dem Aufstieg folgt der Abstieg, nach dem Abstieg folgt der Aufstieg. Und deshalb, ihr erinnert euch vielleicht an das Wort, das ich vorhin vorgelesen habe, dass da einer kommt und sagt, wo ist denn der Ausgang, ob es denn nicht möglich ist, aus dieser Leidensfülle, aus diesen Kreisen im Samsarischen herauszukommen. Und da gibt der Wach die schlichte Antwort. In allem, was bedingt ist, was entstanden ist, was geworden ist, was zusammengesetzt ist, da ist Heil nicht zu finden. Das Heil ist nur im Ungewordenen zu finden. Das wäre jetzt das Jenseits vom Jenseits des Jenseits. Ja? Fällt mir gerade ein. Also so sage ich Jenseits der Vorstellungskraft. Aber das ist genau das, wohin sich unser Geist bewegen muss. Denn alles, was wir uns vorstellen können, ist irgendwie noch weltlich, ist irgendwie noch geworden, ist immer noch Erfahrung, damit vergänglich und damit nicht das Heil. Und das ist die Grundbotschaft der vier Wahrheiten. Alles, was entstanden ist, vergeht, ist nicht das Heil. Was ist der Ursprung, was ist der Grund, dass wir immer wieder nach den Dingen greifen? Das ist unser Verlangen, unsere Ahnungslosigkeit. Und was ist die Alternative dazu? Das ist das, was Nibbana, Erwachen genannt wird. Das ist der Zustand, wo Gier, Hass und Verblendung, also das Greifen auch nach den Dingen, völlig beendet ist. Und was ist der Weg dahin? Das ist der edle achtfache Pfad. Das ist die Praxis im engeren Sinne, die uns aus all dem, was wir Dukkha nennen, was wir Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit nennen, herausführt. Und das ist schon die ganze buddhistische Praxis. Das ist schon alles. Und ich verspreche euch, wir werden irgendwann uns diese vier Wahrheiten mal anschauen. Und was immer wir hier beredet haben in der Vergangenheit und in Zukunft bereden werden, führt immer nur in ein und dieselbe Richtung. Aber ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür, wo sich die einzelnen Dinge, über die wir reden, platzieren lassen, wo die hingehören. Weil ihr so jetzt in etwa einen Überblick bekommen habt im Zeitraffer, was der Buddha 45 Jahre lang gelehrt hat. Danke fürs Zuhören. Ihr seid dran. Wenn ihr noch könnt. Wenn es noch geht. Alles klar? Gut. Schön. Ja. Ja, ich hätte gerne mal gewusst, was der Unterschied zwischen Ich, Ego und Bewusstsein ist. Wo man hinkommt. Nur einfache Fragen. Es ist immer wieder dasselbe. Nur die einfachen Fragen. Nehmen wir unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung sagt, es gibt zwei Pole. Den einen Pol, der ist immer irgendwo hier,
den nennen wir Ich und alles, was dem gegenübersteht, nennen wir Welt. Im Grunde ist es eins, ja, so wie ein Faden, sagen wir mal. Ein Faden ist, aber zwei Enden hat. So ist Wirklichkeit eins. Aber das sind zwei Enden in unserer Erfahrung. Das eine Ende nennen wir Ich, das andere Welt. Ego ist der lateinische Ausdruck für Ich. Klingt vielleicht ein bisschen gebildeter, wenn man von Ego spricht, statt von Ich. Was war das dritte noch? Bewusstsein, das lassen wir. Nein, weil das kann ich nicht in zwei Sätzen sagen. Ja? Das können wir auch mal als Merkposten machen. Wie kann man denn Wirklichkeit beschreiben? Und da wäre Bewusstsein sozusagen ein Faktor von fünfen. Aber das kann man nur sinnvollerweise darstellen, wenn man das insgesamt darstellt. Ich halte mir das mal als Merkposten fest, weil es immer mal wieder auftaucht, was ist Wahrnehmung, was ist Bewusstsein, nicht, dass man das ein bisschen differenzieren kann. Aber das würde den Abend jetzt einfach sprengen, weil das so eine grundsätzliche Frage ist, die man nicht einfach so nebenbei mal beantworten kann. Ja? Sie haben von dem vierten Punkt gesprochen, also dieses Glück, also jenseits vom Jenseits, ohne äußere Einflüsse. Ist das zu verstehen als eine Erfahrung in der Meditation, die man da erlebt? Und also die kenne ich. Aber die ist für mich nicht so, dass ich sage, das erlebe ich jetzt ganz einfach jeden Tag. Und ist das, sagen wir mal, diese Haltung, verstehe ich das richtig? Für mich ist das nur praktisch, wenn ich mich zurückziehe und mich wirklich ganz konzentriere und so, dann schaffe ich das manchmal. Kann man das eigentlich so im Alltag auch irgendwie, geht das denn auch? Oder muss man, um praktisch jetzt bereit zu sein für die eigentliche Lehre, muss das sowas von alltäglich und gleichzeitig sein, ich würde mich erzählen und dann zack, bin ich in dem Zustand? Oder wie ist das gemeint? Also ich will mal so sagen, dass dieser Bereich, den wir im europäischen Mystik nennen, ich in 5 Minuten abgehandelt habe. Darüber könnten wir auch einen ganzen Abend reden, ein ganzes Wochenende gestalten, will heißen, dass auch diese Zustände sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr, sehr variabel sind. Ja? Was ich geschildert habe, ist sozusagen ein Beispiel, wo das, was wir im Pali Samadhi nennen, sozusagen besonders deutlich wird. Nicht? Dieser Bereich, wir sagen im Westen, sagen wir gern Meditation, Geistesschulung, wird im Pali im Sanskrit Samadhi genannt. Was heißt das? Sam-a-dahati, zusammenfügen, was getrennt ist. Was ist getrennt? Dann komme ich auf dein Beispiel, deine Frage zurück. Unsere Erfahrung trennt. Da ist die Welt, da bin ich. Das ist die Haupttrennung. Die andere Trennung ist, die Aufspaltung der Wirklichkeit in viele, viele, viele Einzeldinge, Gegenstände, in Raum und Zeit. Also Vielfalt, Wirrsal, Irrsinn, wenn man so will, Verrücktheit. Wir leben tatsächlich in einer Situation der Verrücktheit. Alles geht drunter und drüber. So ein Samadhi heißt, die Dinge wieder zusammenzuführen, zur Einheit zu bringen. Das ist der Gegenpol. Einheit statt Vielfalt. Und die Spitzenerfahrung von Einheit ist, dass der Gegensatz, die Polarität von Ich und Welt wegfällt. Ist das auch im Alltag zu halten? Kann man das schaffen? Ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich jetzt im Alltag komme. Im Alltag ist das nicht möglich. Ja, wäre Unsinn. Ich kann nicht mich ins Auto setzen und sagen, so, jetzt machen wir 10 Minuten Samadhi, bis ich zu Hause bin, weil dann fährt man keine 10 Meter weiter. Sondern da muss Samadhi auf einer anderen Ebene sein. Ja? Das Hauptanliegen von Samadhi ist, wie gesagt, Dualität, Spaltungen zu überwinden. Und die Hauptspaltung ist, haben wollen oder ablehnen. Ja, also das ist eine andere Art von Spaltung, die Beziehung von mir zu meinem Mitwesen oder zu den Gegenständen meiner Umwelt definiert. Das betrifft auch Wertung. Das ist die Haupt, ja, das ist Wertung. Denn das ist die Haupthaltung, die wir haben, oder Wertung ist die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen. Schön, nicht schön, mag ich nicht, gefällt mir nicht, hätte ich gern, hätte ich nicht. Ja, und die Handlungen, die da heraus rühren.
Samadhi auf einer etwas anderen Ebene ist, diese Art von Spaltung aufzuheben. Die Dinge eben nicht bewerten zu sehen, nicht nach subjektiven Maßstäben zu sehen, sondern die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Das bedeutet praktisch, die Dinge zu sehen in ihren Eigenschaften, sie kommen und gehen. Also sich gewisserweise da rausnehmen und es genau. Ja. Und das ist eine Haltung, die für den Alltag angebracht ist. Ja? Jetzt nur andeutungsweise. Wir können nicht alle Themen sehr intensiv. Ja, das, genau, das ist ja sehr weiter krank. Also das, sag mal, das leuchtet mir ein. Ich mich praktisch wie zurück nach innen, ich gehe da rein und von dem Blickwinkel, den ich kenne aus dieser Zurückziehung, ja, mit den Augen schau, dann nach außen schauen und das wahrnehmen. Genau. Will es nur mal. Das nehme ich auch. Ja? Genau. Also wenn ich es von hier, von dieser Sammlung aus betrachte, dann weiß ich nicht. Aber ich denke, dann könnte es. Ja. Ich will nur ein Beispiel nennen, was es vielleicht etwas erläutert. Also nehmen wir mal an, wir würden diesen Zustand des Herzensfriedens erreichen. Herzensfrieden heißt im aktuellen Moment, ich brauche nichts von draußen, ist alles hier. Wenn man diese Erfahrung macht, lernt man den eigentlichen Wert der Dinge da draußen kennen oder den Unwert kennen. Mit anderen Worten, ich brauche das im Kern überhaupt nicht, es ist alles schon da. Ich weiß, irgendwie spüre ich, was Sie meinen, aber wenn man es gar nicht braucht und dann, das Erstaunliche ist nämlich, dass es dann, dass es dann besonders schön wird, also das Auge, Außen auch. Kann das sein? Ja, das ist wieder noch eine andere Form von Samadhi, ja. Eben wird es kompliziert. Lasst euch nicht verwirren. Ja? Wir haben eine Welt von Erfahrungen, die hier sich auftut. Wir haben 5 Minuten gehabt, um sie darzustellen. Aber das Gespräch zeigt, dass es eine eigene Welt ist. Dieses Jenseits vom Diesseits ist eine eigene Erfahrungswelt. Ja? Mit all den Formen, die es da gibt. Aber der Grund ist immer das Gleiche. Was getrennt ist, zusammenführen. Spaltungen überwinden. Auf welche Art und Weise auch immer. Gut, fürs Erste. Ja, ja, das ist sehr hilfreich. Ja? Vielleicht eine einfache Frage mal. Ja, würde ich sehr begrüßen. Laden. Wenn du über den Punkt 3 sprichst, über karmisches Wandern, das kommt da immer so rüber, als ob es linear verläuft. Also, wie gesagt, aus dem Leben fürs Nächste. Also, so linear, zeitlicher Ablauf. Ist der wirklich so oder kommt es nur sprachlich oder springt das nicht auch, kann es auch nicht zurückspringen und Wirkungen dann wieder verändern? Es kommt immer so linear rüber, aber linear ist echt atypisch für den buddhistischen Kreislauf. Ja, das Ganze ist mit einem Manko behaftet, das hat mit Sprache auch zu tun. Ja, also Sprache ist irgendwo linear. Ein Wort, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste. Man müsste alle Worte auf einmal sagen, um den ganzen Komplex richtig zu beschreiben. Aber unser Geist funktioniert sozusagen linear in einem gewissen Sinne, weil wir zeitlich erleben. Also erleben wir die Dinge hintereinander und denken die Dinge hintereinander, aber in Wirklichkeit ist es ein Beziehungsgeflecht. Das eine habe ich ja schon angedeutet, dass der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, Saat und Ernte, nicht in erster Linie ein zeitlicher ist. Also jetzt sage ich was, dann habe ich in 2 Minuten drauf, habe ich das Ergebnis. So, und Zeit ist ein Gespinst, Zeit hat damit nichts zu tun. Ich kann jetzt etwas tun, in 2 Minuten das Ergebnis haben oder in diesem Leben überhaupt nicht oder in den nächsten 10, 20, 30 Leben überhaupt nicht. Sicher ist nur, dass Ursache und Wirkung korrespondieren. Die zweite Auflösung bezieht sich darauf, dass nicht immer 1:1 das Ergebnis ist von dem, was ich tue. Also platt gesprochen, mir fällt da nie was Gescheites ein. Ich klaue dir 10 Euro, hat negative Folgen, ganz sicher, das ist gewiss, aber es ist nicht so, dass dann irgendwann mir jemand 10 Euro klaut. Also diese Rechnung, 1:1, was ich tue, kommt in derselben Art und Weise wieder zurück. Das funktioniert nicht. Sondern so eine Art Gemengelage. Ja, also verschiedene Kräfte
wirken gegeneinander, miteinander, sich verstärkend auflösen, sodass man eigentlich, was Karma angeht, mit unserem Geist nur sagen kann, die Qualität der Handlungen bestimmt die Qualität meines Erlebens. Aber nicht die einzelne Handlung X hat genau die Folge XY, die ich sozusagen vorher wüsste und festlegen kann. Das nicht. Von daher ist es ein dynamisches Gebilde, das immer in Veränderung ist, weil wir immer auch neu agieren und damit auf das, was schon getan worden ist, ja wieder einwirken. Entweder verstärkend oder abschwächend oder auflösend. Auch das Karma im Übrigen wäre auch ein Thema. Aber sagt ja, wir haben so etwas wie eine Art Neubeginn. Neubeginn insofern, als wir uns dann auch mal wieder klar machen, ja, was ist denn alles noch zu bereden oder wieder mal zu bereden oder neu zu besprechen? Darf ich noch was fragen? Bitte, ja. Und zwar jetzt mit Karma, mit Handlungen. Geht das auch, jetzt mal gehört, wenn man jetzt einfach nur was in Gedanken denkt, am liebsten würde ich jetzt, dass es dem irgendwie schlecht geht oder so. Oder irgendwas, am liebsten würde ich das und das tun, dann tust du das natürlich nicht. Und das, hat das die gleiche Wirkung, Karma, unter diesem Aspekt, das Karma, die gleiche schlechte Wirkung, ob man es jetzt tut oder ob man denkt? Also es hat dieselbe Qualität, weil auch Denken karmische Aktivität ist. Aber es hat natürlich nicht die gleiche Stärke, weil es schon ein Unterschied ist, ob ich etwas in Anführungsstrichen nur denke oder ob ich das so intensiv denke, dass daraus ein Wort und daraus eine Tat wird. Ja? Um das bis in den Tatbereich hineinzubringen, muss ich sehr viel mehr Energie aufbringen, als ich bei einem flüchtigen Gedanken aufbringe. Ja, aber die Qualität bleibt dieselbe. Und ich sage jetzt mal, mein Lehrer hat mir folgendes Beispiel gegeben. Also da liegt einer im Krankenhaus. Ich fantasiere jetzt, weil er überfahren worden ist von einem unachtsamen Autofahrer. Und der liegt im Krankenhaus, bis dahin eingegipst so ungefähr, ja, und kann sich nicht bewegen, er kann nicht mal sprechen. Das Einzige, was übrig bleibt, er kann denken. Und er wacht morgens auf und dann denkt an den Autofahrer, der ihn überfahren hat. Wenn ich dich erwische, dann sollst du mal sehen. Und hoffentlich wirst du auch ordentlich verknackt. Und ich würde dich am liebsten, ja, und all diese Dinge. Das heißt, er denkt nur. Und wenn er 3 Monate im Krankenhaus ist und noch 3 Monate in der Reha, kann man sich vorstellen, was da an Veränderungen stattgefunden hat. Denn karmische Veränderung oder karmische Wirkung ist ja nicht nur eine, die nach außen geht, sondern karmische Wirkung ist immer auch eine, die nach innen geht. Und wenn jemand 3 Monate denkt, ja, ich würde dich am liebsten, dann hat er sich in diese Richtung verändert, in sich ärgert. Das geht nicht nur, weil Sie sagten, Karma kann dann in 20 Jahren leben später, sondern es geht dann auch in dem Moment schon unmittelbar, also doch hat es einen zeitlichen Zusammenhang. Das habe ich nicht erwähnt, danke für den Hinweis. Die Wirkung nach innen ist, wenn man so will, immer auf dem neuesten Stand. Ja? Denn die Veränderung meines eigenen Charakters, meiner eigenen Psyche, die funktioniert sofort. Also ein negativer Gedanke hat mich um diesen negativen Gedanken mieser gemacht, dunkler gemacht, ärgerlicher gemacht. Ja, während die äußeren Folgen davon, das ist eine ganz andere Kiste, das kann irgendwann mal passieren, ja, das kann irgendwann zurückkommen. Aber jeder positive Gedanke hat mich in dem Moment, wo ich ihn denke, ein Stück heller gemacht. Ja? Aber aus dieser inneren Veränderung, Charakterveränderung, werden dann auch Veränderungen hervorgehen in meinem Reden und in meinem Handeln. Und das wird in der Summe dann Veränderungen hervorrufen in dem, was ich im Außen erlebe. Sie sehen, auch Karma ist ein komplexes Thema. Ich konnte heute nur mal die Grundzüge, die Grundidee darstellen. Also, das heißt ja, dass man also selber die Erfahrung machen kann und dann sozusagen für sich selber sagen kann, ja, das ist okay für mich oder nicht. Aber wie ist es denn mit der Wiedergeburt? Also ich habe die Erfahrung nicht. Kann ich ganz klar sagen, ich weiß nicht, was ist, wenn ich sterbe. Und mir kommt dieser Gedanke von diesem immer wieder geboren werden, also kann ich glauben oder nicht glauben, aber es ist nicht meine Erfahrung. Ich kann mich nicht an frühere Leben erinnern, an was kommt, weiß ich nicht.
Ich sage, es gibt tausend Dinge, die nicht unserer Erfahrung entsprechen. Tausend Dinge. Und trotzdem sind sie real. Ich mache mir das immer klar an der Möglichkeit, in dieser Welt auf diesem Erdball rumzureisen. Wir sind sicher schon an die eine oder andere Ecke in dieser Welt in Europa oder sonst wo gekommen. Aber den meisten Ecken waren wir noch nicht. Ja? Das heißt, da fehlt uns die Erfahrung. Also mir fehlt die Erfahrung Honolulu zum Beispiel. Und tausend andere auch. Aber es gibt Leute, die sagen, ich war in Honolulu. Ja? Also meine eingeschränkte Erfahrung bedeutet doch nicht, dass es Honolulu nicht gibt. Und so ist es auch mit diesen Dingen, die jenseits unserer jetzigen Erfahrung sind. Ja? Was passiert nach dem Tod? Aber das hinkt ein bisschen, weil man hat einen Atlas oder man hat eine Kugel und da sieht man, wo Honolulu ist. Da kann man draufdeuten und man kennt vielleicht den Schorsch, der war schon in Honolulu. Siehste? Aber wir kennen nicht den Müller, der schon mal dreimal reinkarniert ist und sagt, das war eine super Sache. Den würde ich nämlich gerne kennen. Ja, aber warum so defensiv? Wir kennen doch einen, wenn auch nicht persönlich, der sich Buddha nennt. Okay. Und der sagt, ich rede über nichts, was ich nicht selbst erfahren habe. Ich rede über nichts, was nicht erfahrungsbasiert ist. Und wie ist denn der Buddha Buddha geworden? Vielleicht kennt ihr die Story oder die Beschreibung der Nacht seines Erwachens. Da gab es drei große geistige Durchbrüche, die er erlebt hat, wo er als Siddhartha Gautama sich hingesetzt hat und als Buddha aufgestanden ist. Und dieser erste geistige Durchbruch war das, was wir Rückerinnerung nennen. Er sagte, ich konnte mich zurückerinnern an viele, 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 viele Leben vor dem jetzigen Leben. Und im zweiten Durchbruch seiner, ich nenne es immer geistigen Revolution, hat er das karmische Wirken sozusagen in Aktion gesehen. Er hat gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinem geistigen Auge, wie Menschen sterben, Wesen sterben und nach ihren karmischen Bedingungen wiedergeboren werden. Das heißt, er hat diesen Wirkungsmechanismus gesehen, für den wir blind sind. Das ist für uns Honolulu. Ja? Für mich ist das Honolulu. Für den Buddha war das der Maya, der dort war. Der hat das sozusagen mit seinem geistigen Auge gesehen. Und das Letzte kann ich außen vor lassen, das betrifft die tiefe Schau auf die vier Heilswahrheiten, von denen ich vorhin sprach. So, wir haben die Erfahrung nicht, stimmt, aber wir haben in dem Buddha und in vielen, vielen Lehrern, auch in anderen Religionen, die viele Dinge, die da beredet sind, die da beschrieben sind, als eigene Anschauung kennen, weil sie das erfahren haben. Vielleicht habt ihr den einen Satz noch in Erinnerung, den ich auch vorgelesen habe. Der lautet, wenn jemand so belehrt diesen Weg geht, wird er selber sehen. Selber sehen. Von daher gibt's für uns zwei Dinge. Das eine ist Vertrauen. Schauen wir doch mal, was rauskommt. Und das andere ist Geduld. Ja? Das Vertrauen lässt uns diesen Weg wenigstens probeweise weitergehen. Und die Geduld wird uns dahin führen, dass wir später diese Erfahrung selbst und spätestens dann wirst du wissen, ob du weiter da bist oder ob das Licht ausgeht und nie mehr angeht. Wenn es ausgeht und nie mehr angeht, hat sich die Frage erübrigt. Wenn es wieder angeht und du siehst, ja, dieser Bewusstseinsprozess, den ich nannte bisher, der geht weiter, so oder so, dann wirst du dich vielleicht erinnern, ach so, das habe ich damals nur gehört und war damals skeptisch. Jetzt weiß ich, da ist was dran. Also lassen wir das einfach offen. Nicht? Nehmen wir zur Kenntnis, der Buddha hat gesagt, das angeblich soll sein. Da wir es nicht wissen, sollten wir nicht von vornherein sagen, das ist Quatsch, das ist Unsinn. Wenn wir es nicht wissen, sollten wir auch Dinge nicht ausschließen und uns da sozusagen abschotten und die Klappen dicht machen. Und sagen, dann lassen wir das so weit offen, bis die Erfahrung da ist. Ich habe noch eine Frage, und zwar, der Buddha hat ja einen Bewusstseinswandel und eine Entwicklung vollzogen, indem er aus seinem Königreich weggehen konnte, oder er hat sich zurückgezogen aus der Welt, um zu meditieren.
haben wir denn eine Chance, in unserem Alltag einen Bewusstseinswandel so weit zu vollziehen, dass wir die Dinge sehen, die wir jetzt nicht sehen, wenn wir uns immer wieder dem Alltag aussetzen und all den Dingen, die genau andersrum funktionieren, als wir schon mal von der geistigen Erkenntnis wissen, dass es ja nicht richtig ist. Aber wir müssen es ja auch praktizieren. Wie schafft man das? Muss man sich ganz zurückziehen? Denk an den Text vom Ozean. Nicht? Wir reden jetzt über die letzten Dinge oder die vorletzten Dinge. Wir haben vorhin gehört, der Ozean wird nach und nach tiefer. Und wenn wir jetzt noch am Strand sind, dürfen wir nicht erwarten, dass wir gleich in die tiefsten Tiefen abtauchen können. Aber was wir machen können, wir können uns abkühlen. Wir können langsam uns ins Wasser begeben. Und wie machen wir das? Indem man die 5 Belehrungen, von denen ich sprach, anfangen zu praktizieren. Und es fängt an mit Dana und geht weiter mit der Einhaltung der Sila. Also das Üben der Großzügigkeit und das Einhalten der Sila. Und da sagt er, erwachte, die Folgen davon sind unmittelbar in diesem Leben spürbar. Aber nur wenn man es probiert, ja, nehmen wir doch mal an, es würde uns gelingen, uns hundertprozentig einwandfrei zu verhalten. Niemand wissentlich zu schädigen, willentlich hinters Licht zu führen, zu betrügen, zu verletzen, was auch immer. Nehmen wir mal an, wir würden das schaffen. Und da ist die schlichte Behauptung, du wirst dich danach besser fühlen, wesentlich besser fühlen als vorher. In unserer Sprache drückt sich das schon darin aus, ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Das deutet sich an, ja? Wer ein übler Mensch ist, wer den Tag nichts anderes zu tun hat, als andere zu schädigen, der hat immer innere Schatten. Immer etwas, was ihn belastet, was ihn bedrückt, was ihm wehtut. Wer das nicht tut, wird sich leicht fühlen wie eine Feder. Das nennt der Buddha eine Form von innerem Wohl, das entsteht, wenn man die Silas einhält. Und damit und genau in dem Maße hat sich auch die Welt verändert. Sie ist heller geworden, sie ist leichter geworden, sie ist schöner geworden. Ich behaupte, wenn wir alle die Silas einhalten, werden wir irgendwann glauben, es gibt nur noch nette, anständige Menschen auf der Welt. Wenn wir die Silas nicht einhalten, andere belügen, betrügen, umbringen etc., werden wir auch nur Feinde um uns herum sehen, nur üble Menschen sehen, ja? Nur Idioten sehen, so ungefähr. Und da ist die Probe auf Exempel. Wenn man diesen Wandlungsprozess innerlich vollzieht, das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist ein Wandlungsprozess, wird man feststellen, im selben Maße ändert sich die Welt. Und da merkt man das Prinzip. Die Welt ist nicht irgendwo fest in Stein gemeißelt. Die Welt ist ein Spiegel, die mir das zurückwirft, was ich selbst produziere und selbst bin. Und wenn das erstmal sozusagen in unsere Erfahrung eintaucht, dann merken wir, dass dieses Prinzip ja auch durchgehend gilt. Und wenn wir es schaffen, alles, was so schön Gier, Hass und Verblendung heißt, aufzugeben, dann werden wir die entsprechenden Früchte auch erleben. Da ist nichts mehr Belastendes da, da ist nichts mehr Bedrückendes da, da ist keine Feindschaft, da ist auch kein Schmerz und kein Dukkha mehr da. Wer also belehrt diesen Weg geht, wird nach nicht langer Zeit selber sehen, selber erkennen, selber entdecken, so ist es. Und dann ist das Vertrauen weiter gestärkt, dem Weg weiterzugehen. Und irgendwann braucht man nicht mehr zu diskutieren, ist das so, ist das nicht so, könnte das so sein oder anderen, da wissen wir genug und gehen still unseren Weg weiter. Ganz kurz noch was, ja. Vom Anfang. Sie sagten, ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden. Wenn man versucht, etwas, das da will ich hin, das will ich verbessern, das strebe ich an, dann passiert das Gegenteil. Habe ich das falsch verstanden? Oder ist das so, wenn man irgendetwas anstrebt zum Positiven, dass sich das dann erstmal verändert? Habe ich da das falsch verstanden? Also es war so, dass die meisten Menschen aus Unwissenheit etwas erreichen wollen, es aber nicht erreichen, aus ihrer Unwissenheit. Also sie wollen nach Honolulu, wissen aber nicht, dass es im Süden liegt und gehen nach dem Norden. Da können sie das nicht erreichen.
Sie wollen nach Honolulu und also kommen an den Nordsee an. Es gibt ja nicht so Mechanismus, dass das war gerade bei der Oberoberfläche. Gibt es ja sowas, alles, was man verbessern will, wird schlechter oder so? Nein. Nein, das ist dann, dass man da erstmal irgendwie durch so eine. Das nicht. Der Hintergrund, der genannt worden ist, der Mensch ist ahnungslos, was seine Existenz angeht. Er macht so aus innerem Gefühl heraus und meint, ich streng mich doch an, aber guck mal, es kommt nichts raus. Genau. Ja, so ist es. Ahnungslosigkeit. Aber nicht damit ich, kann da was sein. Gibt fast alles in der Welt. Ja, ja, in gewissem Sinne stimmt es natürlich. Weil all das, was man verändern will, man letztendlich kaputt macht. Ja? Ich sage das nur als Merkposten. Nicht? Es gibt ja diesen chinesischen, taoistischen Spruch, die Welt ist ein geistig Ding. Wer sie verändert, verdirbt sie. Schluss, das ist nur jetzt so eine Anregung, mal nachzudenken, damit wir lernen, in anderen Kategorien zu denken. Heißt das, dass irgendwas, was man ändern will, das eine geht erstmal irgendwas, dann steht etwas Neues an. Weil erstmal muss das kaputt gehen, bevor dann was Neues kommt. Also ich sehe das ganz lebenspraktisch. Was macht denn die Menschheit, seitdem sie existiert? Sie will die Welt so schön machen und lebenswert machen und gut machen. Und wo sind wir denn angekommen? Sozusagen am Rande der Vernichtung. Ja? Das ist, was im Tiefsten dahinter steht. Das haben die Taoisten vor 2000 Jahren schon gesagt, gesehen. Wenn man etwas machen will, macht man es letztlich kaputt. Ja? Auch wieder aus Ahnungslosigkeit, weil man das existenzielle Problem ganz anders angehen muss. Nicht in der äußeren Welt. Nicht da versuchen, die irgendwie umzugestalten, sie in Ordnung zu bringen. Ich habe gesagt, ich wollte die Welt verändern und habe erkannt, ich kann mich nur selbst verändern. Das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Okay. Ich gucke nochmal. Alle erschlagen, das ist gut. Also wir sind wieder angekommen. Damit ist euch auch wieder klar geworden, worum es in dieser Studiengruppe geht, diese Dinge zu besprechen, aber auch mal Details sich rauszuglauben und auch immer mal wieder praktische Fragen zu stellen, was hat das mit unserem Montag und Dienstag und Mittwoch zu tun. Jetzt waren wir beim Sonntagvormittag bei Betrachtungen über dies und das. Die praktischen Fragen müssen ja auch auftauchen, aber den Rahmen, glaube ich, haben wir uns mal wieder klar gemacht und vor allen Dingen den Umfang und die Tiefe dessen, was da im Grunde zu besprechen ist.